Yo, was geht ab, Fitnessfreunde? Hier jetzt der Anfang des Videos im Auto. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass in letzter Zeit echt selten Videos kommen. Das liegt daran, dass ich gerade, ich werde weiterhin Videos machen, vielleicht jetzt nicht jeden Tag, sondern alle 2 oder 3 Tage, weil ich gerade an einem richtig heftigen Projekt arbeite. Also das wird richtig krass, das wird wirklich richtig geil werden. Und in Zukunft kommen wieder wie gewohnt täglich Videos oder jeden zweiten Tag. Aber momentan brauche ich halt etwas mehr Zeit, ist auch ein bisschen, ja, einfach nur viel zu tun. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber ich verspreche euch, da wird was wirklich richtig Geiles kommen. Und dann bald wieder wie gewohnt kommen öfter Videos. Für dieses Projekt, also ich kann es noch nicht verraten, aber es wird bald in den nächsten 2 Wochen online kommen. Brauche ich euren Support, beziehungsweise ich würde gerne, dass ihr mitmacht. Und zwar, falls ihr Bock habt, dass ihr in dem Projekt eine Rolle spielt mit eurer Transformation, dann könnt ihr auf Instagram mitmachen. Also ladet ein Bild, ein Vorher- und Nachher-Bild von euch hoch bei Instagram, also nebeneinander, ne? Und benutzt den Hashtag FitnessOscar. Und dann könnt ihr mit dabei sein. Ja, und wenn ihr das macht, dann habe ich sozusagen automatisch die Rechte, dieses Bild halt öffentlich zu zeigen. Ja, also dann habt ihr halt die Chance, bei meinem nächsten Projekt eure Transformation der Welt zu präsentieren. Ja, deswegen ein Bild, Vorher-Nachher-Bild in ein Instagram, bei Instagram posten und Hashtag FitnessOscar verwenden, dann werde ich euch vielleicht auswählen, ja. Die andere Sache ist, dass ihr bitte Fragen stellen sollt unter diesem Video, aber nicht so Standardfragen wie wie viel Kreatin nimmst du oder wann nimmst du Eiweiß oder wie trainierst du, sein, so wirklich richtig entweder persönliche Fragen oder unangenehme Fragen oder provokante Fragen oder was ihr schon immer wissen wolltet, was man über mich noch nicht weiß. Das könnt ihr hier unter diesem Video fragen, weil es kommt ein Q&A, eine Special-Ausgabe vom Q&A und diese beiden Sachen. Wäre cool, wenn ihr das macht. Also einmal Transformation, Instagram, Hashtag FitnessOscar und einmal Q&A-Fragen hier unter diesem Video stellen. Und genau, dann könnt ihr bei meinen neuen Projekt, was ich gerade, wo ich gerade echt jeden Tag für arbeite, dabei sein. Jetzt bin ich gerade bei FitX, also ich trainiere zwar immer noch, aber nicht so oft. Ich trainiere alle 2 Tage. Ernährung mache ich Intermittent Fasting, ganz normal mit Kalorien zählen, also nichts Neues. Diät läuft gut und jetzt gehe ich erstmal trainieren, Unterkörper. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Training ist durch, wirklich nicht viel gefilmt, habt ihr gesehen. Also kein geiles Trainingsvideo leider diesmal, aber kommt, wie gesagt, wirklich. Und es gab jetzt einen kleinen Zeitsprung. Wir haben jetzt schon 2:30 Uhr nachts und ja, ich hatte vorhin im Büro ein paar Haferflocken gegessen mit Goji-Bären, Maulbeeren, Mandeln und sowas und Hafermilch und Proteinpulver. Dann hatte ich nur Saigon gegessen, was ich gestern geholt hatte, hatte ich noch im Kühlschrank hier. Für heute. Und jetzt kann ich mir noch was gönnen. Bisschen Proteine brauche ich. Trotzdem habe ich Bock auf irgendwas Süßes. Deswegen mache ich mir wieder meine Pancakes. Heute habe ich das hier genommen.
Vanille Ice Cream, Whey, 2 Eier, also nur 20 Gramm von den Whey, 2 Eier, 30 Gramm Instant Oats, dann ein bisschen Mandelmilch, das war's auch schon, dann wäre ich so 2, 3 richtig dünne, ja, Pancakes kann man nicht mehr sagen, fast schon Crepe machen. Ich mag die echt lieber dünn als diese dicken, es sei denn, die sind echt wirklich fluffig. Und jetzt kommt das Geile. Erstens Nuss-Nougat-Creme, die hier. Und zweitens, bam, wer kennt das? Lotus-Creme. Das ist, so wie wer Spekulatius mag, wird das lieben. Das ist nämlich Spekulatius, nur halt irgendwie gemahlen oder so. So das ist, also es hat so eine Konsistenz wie Erdnussbutter. Schmeckt aber richtig heftig, ja. Hat mir eine Freundin gezeigt. Danke, Linda. Es ist echt Sucht. Was heißt danke? Warum hast du es mir gezeigt? Ich bin in der Diät. Ich darf so einen Scheiß nicht essen. Aber ich gönne mir mal ab und zu was, ja. Und deswegen mache ich jetzt die Pancakes und schaue euch, wie die aussehen. Und zeige euch, wie die aussehen werden. Also den ersten habe ich verkackt, weil ich vergessen habe, Öl in die Pfanne zu kippen. Jetzt habe ich ein bisschen Öl drin. Jetzt verteile ich das und hoffe, dass der nächste nicht so kleben bleibt. So, das wäre es dann. 2 Stück sind es geworden, beziehungsweise 2 normale und ein kaputter. Hier einer mit geschmolzener Nutella. Und hier einer mit geschmolzener Spekulatius-Creme. Ich zeige euch das mal kurz. Also, so sieht der aus. Und das habt ihr ja gerade gesehen. Bam. Richtig heftig. Gut viele Proteine. Fett ist auch hier ein bisschen drin von den Eiern, weil ich nehme immer ganze Eier, weil ich mag das nicht, ein halbes Ei wegzuschmeißen. Und Kohlenhydrate sind hier drin. Ja, das war's. Passt genau in meine Macros heute noch. Na gut, vielleicht werde ich noch einen Reisprotein-Shake trinken müssen. Warum Reisprotein? Weil ich heute viel Fleisch gegessen habe und Eier und sowas und deswegen möchte ich keinen. Und Whey hatte ich ja auch schon benutzt zu den Haferflocken und hier in die Pancakes. Deswegen an tierischen Produkten reicht es für heute. Deshalb ein pflanzliches Protein. Das mache ich immer so. Also wenn ich viel pflanzliches Protein esse, dann würde ich vielleicht noch einen Whey-Shake trinken oder so. Dann mehr Komponenten Eiweiß, dass mein Körper halt viel Abwechslung hat. Das war's für heute. Noch eine kleine Info am Rande. Endlich ist es soweit, am Sonntag, diesen Sonntag, okay, ich sag euch das Datum, am Sonntag, den, okay, das ist Freitag, der 26., das heißt, morgen ist der Sonntag, den 28. Februar, ab da kann man die neuen Humanity-Sachen vorbestellen, das heißt, die Pants, also die Hosen und die T-Shirts, ja. Deswegen schaut unbedingt am Sonntag vorbei auf den Social Media Plattformen von Humanity. Das wird sein bei Instagram @humanitysports, beziehungsweise wir wollen, also es wird umbenannt in Humanity Official, genauso wie die Internetseite humanitysports.com oder humanityofficial.com, geht beides. Und auf jeden Fall unter Facebook Humanity und bei Snapchat ist Humanity zu erreichen unter humanity.de. Ja. Da vorbeischauen am Sonntag und dann, ja, dann könnt ihr die neuen Sachen vorbestellen. Vorbestellen heißt, ihr bekommt die nicht sofort, sondern wir lassen die quasi, kann man das, ja, man kann es schon so sagen, wir lassen die für euch produzieren. Ja. Das heißt, ihr müsst dann noch ungefähr 2 Wochen warten und dann seid ihr die Ersten, die die neuen Sachen bekommen. Also das vorher hat die wirklich keiner. Und deswegen schaut vorbei nochmal am Sonntag. Instagram @humanityofficial, Snapchat @humanity.de, www.humanityofficial.com und Facebook Humanity. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.